Er kniete zwischen den Schatten nieder und spürte schmerzhaft, dass er allein war. Sie waren Wilde, ja, aber sie waren doch Menschen. Ja, herzlich willkommen zurück bei The Long Dark, wo wir gerade in einem Gebäude gespawnt sind, in diesem Zufallsgenerator. Das finde ich erstaunlich. Das ist mir letztens auch schon mal passiert. Ich habe heute schon länger aufgenommen, habe schon ein paar Sachen aufgenommen, war aber auch, ich glaube sogar zweimal so schlau und habe nicht rechtzeitig auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ich bin Profi. Das heißt, mir passiert sowas nie. Auch nicht zweimal an einem Tag, nein. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt jeweils das erste Mal. Ich habe, glaube ich, einmal die Audio. Nee, bei Star Wars Battlefront habe ich es auch mal vergessen. Aber da habe ich es nach einer Minute gemerkt. Hier habe ich jetzt vorhin mal 25 Minuten gespielt. In dem Spielstand. Deshalb habe ich dann neu angefangen. Und dann habe ich es später nochmal verpeilt. Deshalb habe ich jetzt nochmal neu angefangen. Das ist... ja. Die Erfolgsgeschichte pur. Jetzt sind wir hier in diesem Kraterstaudamm, in dem es auch Wölfe geben soll. Achso, wie spät ist es eigentlich? Das Problem ist, wir sehen hier nichts. Oder fast nichts. Na, das Buch hier sehe ich noch. Aber ich sehe hier so wenig, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich hier weitergehen soll. Am Ende verlaufe ich mich nämlich noch. Und es wäre nicht so gut. Beziehungsweise die viel größere Gefahr ist wohl, dass wir unten auf den Wolf treffen und ihn nicht sehen. Weil wir nichts sehen. Was ist sicher? Ah, ein Safe. Ne, man muss erstmal in die andere Richtung. Ha! Bei 10, okay. In einer dieser Folgen, wo ich nicht aufgenommen habe, habe ich auch das Safe-Knacken gelernt. Okay, jetzt gucken wir erstmal, wo die Nummern sind. Also bei 10. Irgendwie bei 45. Okay. Also, wir gehen auf 10. Na! Zu schnell. Also, wir gehen auf 10. Wir gehen auf irgendwo bei 45. Und jetzt suchen wir den dritten. Vielleicht kriege ich ihn ja mit Glück so. Wenn nicht, dann nicht. Dann drehen wir halt nochmal. Ist ja auch egal. Also 10, 45, also vor 45. 10 vor 45. Und dann... jetzt müsste es aber gleich kommen. Ah, perfekt. Komm. Gewehrpatrone und... okay. Ich gebe mir mal Mühe, noch ein bisschen mehr hier zu sehen. Allerdings ist das... erweist sich als schwierig. Das ist der Safe, den wir hier anklicken können. Was liegt... ne, das ist nur so eine Leitung. Ach, ich weiß, warum ich jetzt ein bisschen mehr sehe. Die Sonne ist mittlerweile ziemlich weg. Das heißt, hier unten ist es einfach deutlich dunkler. Wenn ich jetzt noch hier das Licht ausmachen würde im Zimmer, würde ich wahrscheinlich deutlich mehr sehen. Oder noch mal mehr. Ah. So. Aber hier waren wir schon überall, ne? Hey, was gibt's denn da zum Anleuchten?
hier irgendwas? Metallregal. Da sehe ich aber nichts drin stehen. Kann ich, wenn ich mich hier hinhocke? Wo geht's denn dahin? Ist hier eine Treppe oder falle ich jetzt gleich runter? Scheiße. Wie viele Flares hätten wir denn? Keine. Sowas hier können wir auch nicht anzünden, aber können wir damit rumlaufen? Können wir uns damit Licht machen? Ich meine, der Kater Staudamm ist ja ganz interessant. Und am Anfang von so einer Session macht man auch nichts kaputt. Na, in der Tat, es geht. Karton? Nee. Ist mir zu blöd. Okay, man muss da sich ab und zu mal neue holen. Aber wir haben ja ein paar. Aber ich würde sagen, wir sollten das mal ein bisschen geordneter angehen hier, unsere Suchaktion. Und zwar, oh Gott. Okay, da gehen aber viele Streichhölzer drauf, bis wir fertig sind. Merke ich da gerade. So. Nö, da habe ich noch kein Interesse dran. Halt, was war da hinten? Ein Feuerstrahl? Das kenne ich noch gar nicht. So. Spind. Okay, Spind verschlossen. So, und da drüben waren wir. Uah. Okay, noch ein bisschen haben wir. Sprecheisen, damit können wir vorne wieder das Ding aufmachen. Was ist das hier? Können wir nichts mit machen. Metalltisch, Regale, ein Buch, ein Kanister. Huch. Jetzt bin ich im Behälter. So. Anzünden. Hä? Mann, jetzt geh mal weg von dem Behälter hier. Entfernen, was wie entfernen? Hä? Nein, Mann, du sollst anzünden. Warum denn entfernen? Ach, weil ich es schon in der Hand hatte. Okay, ich dachte, er hätte es wieder weggenommen, wie er das normal immer macht. Okay. Kann ich die hier durchsuchen, ohne dass ich mehrere Streichhölzer brauche? Ich werde das einfach mal machen. Fange dann unten an, arbeite mich dann nach oben. Na? So. Den hier können wir nicht. So, das heißt, wir sind da durch. Gucken wir mal hier hinten. Hier waren wir kurz. Hier in der Ecke waren wir noch nicht. Hier sieht aber alles soweit leer aus. Gut, das heißt, wir haben jetzt den Raum hier. Wir haben den Raum. So. Sollten wir uns hier hinten noch genauer umgucken? Ich will keine Flare hier verbrauchen, deshalb stelle ich mich hier gerade so an. Gut, das haben wir alles schon mal grob vorhin angeguckt.
Nur, dass wir da nicht genau gesehen haben, wo wir uns bewegen. So, haben wir hier noch die Fackel vergessen. So, den Safe, den haben wir gemacht. Hier haben wir... Ah, was gehe ich jetzt auf eine leere Schublade? Hier haben wir noch viele Schubladen. Ein Buch? Nee. Hier haben wir nur noch eine Werkbank. Eine Lernschublade. Ja, anzünden. So. Hier haben wir alles angeguckt. Hier haben wir ebenfalls alles angeguckt. Und hier kommen wir auch nicht raus. Sehe ich das richtig? Jawohl. Das heißt, wir müssten jetzt hier runter gehen. Wo ist denn jetzt der Abgang hier? Da vorne? Ne, der war doch hier. Genau. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Weil irgendwo da unten soll ein Wolf lauern. Und ich würde da lieber dann mit Flinte reingehen. Wir haben jetzt doch Gewehrmunition, oder? Jawohl. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gewehr finden würde, woanders, könnten wir hier sicher rein. Weil, dass da unten ein Wolf ist, weiß man. Das ist mit hundertprozentiger Sicherheit so. Das heißt, ich habe da meine Bedenken, da so reinzustiefeln. Denn es ist meiner Meinung nach eine dumme Idee, da runter zu gehen, wenn man im Grunde weiß, dass dort ein Wolf lauert. Draußen müssen wir uns natürlich auch extrem aufpassen. Auch hier draußen, vorm Damm, gibt es vermehrt Wölfe. Wir haben kein Werkzeug dafür. Hat sich die Frage, ob man den Kadaver an dieser Stelle auseinandernehmen, auch schon geklärt. Denn hier gibt es natürlich auch viele Wölfe. Ja, hi. So. Und wenn man dann so lange was auseinandernimmt, ist natürlich auch eine Gefahr. So, ich würde sagen, wir spazieren mal darüber. Wir haben noch 4 Stunden, oder? Oh nein! 2 Stunden! Puh, die Zeit ging schnell rum im Damm. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hinten ins Lager kommen und dann den Berg hoch, hinten runter zu diesem komischen Haus vom Startbildschirm und dann rüber zur Base, oder? So irgendwie würde ich es mal machen. Dann reisen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Und grasen ein bisschen die Map ab. Ja, genau. Vielleicht nehme ich dann doch in einer der nächsten Runden oder so, oder in einer der nächsten Aufnahmesessions, nehme ich vielleicht dann doch mal noch eine Map zur Hilfe, weil ich meine, irgendwann kennen wir uns ja schon relativ gut aus. Dann kann man ja die Map nehmen als hundertprozentige Sicherheit, beziehungsweise würde ich dann auf der Map einfach als Gedankenstütze abhaken, wo wir schon waren. Also wo wir praktisch schon gelootet haben. Dass wir dann am Ende sagen, wir gehen jetzt nur noch an die Rohstoffquelle Tier, Wasser, Holz ran. Die uns ja am Ende als einzige bleibt, wenn wir den ganzen Loot eingesammelt haben. Und dann wäre es natürlich gut zu wissen, hat man schon alles, was es einzusammeln gibt, oder hat man nicht alles? Muss man noch irgendwo vorbei? Und es gibt auch verschiedene Maps, zwischen denen man switchen kann. Also es gibt wahrscheinlich einiges einzusammeln. Müsste man auch gucken, wie man das strategisch löst. Generell ist die
die Map ist, die Map an sich nicht, aber die Maps, die Karten, zwischen denen man reisen kann und die man dann alle praktisch in einem Spielstand begehen kann, insgesamt ist das Gebiet schon verdammt groß. Und entsprechend komplex zu überschauen. Vor allem, wenn man Let's Plays macht. Denn da liegt ja meistens so ein bisschen mehr Zeit zwischen den einzelnen Aufnahmesessions. Das heißt, da kann sein, wenn da mal eine Woche rum ist oder so, dann hat man natürlich keine Ahnung, wo man als letztes war. Und dann wäre so eine Map so zum Abhaken der einzelnen Punkte ganz hilfreich. Wo waren wir schon? Wo ist man lang gelaufen? Was hat man abgegrast? Ich meine, wenn Rehe vom Wolf gerissen sind, können sie eventuell krank sein, also ist ein Gesundheitsrisiko. Aber man spart natürlich Munition, wenn man die Viecher vom Wolf praktisch erlegen lässt. Also wenn der Wolf reißt, dann nimmt man ein Kadaver aus. Geht halt ein gesundheitliches Risiko ein. Spart dafür eine Patrone, beziehungsweise... Naja, wenn man keine Patronen mehr hat. Oder keine Patronen hat, je nachdem. Dann hat man natürlich auch keine andere Wahl, also... Risiko hin, Risiko her. Was würde ich sagen? Wir machen es wieder wie beim letzten Mal. Wichtige Sachen nehmen wir mit. Unwichtige Sachen lassen wir da. Dann werden wir am See unsere Base machen. Weil es da Wasser gibt. Dann können wir flux hier uns irgendwelche Special Items holen. Ne, nicht Special Items. So hier Kissen oder so. Ne? Stoff. Können wir uns dann immer noch später zusammenwurschteln. Ist überhaupt kein Problem. Komm, da ist was. Genau. Ja. Wow. Wir kriegen einiges zu trinken, so wie es aussieht. Das ist ausgezeichnet. Wir haben ja schon einige schlechte Erfahrungen gemacht mit zu wenig trinken. Da kommt mir das gelegen. So, jetzt gehen wir zu dem links und dann zu dem rechts. Also links und dann rechts. Oder ist hier heller? Drei Fenster gegen vier Fenster. Ne, das ist der helle. Das hier ist der helle und da, wo es Kleidung gibt. Oh ja, jetzt gibt es einiges an Kleidung. Gab es ja am Kraterdamm auch schon, aber hier nochmal zusätzlich. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn man die erste Etage von diesem Kraterdamm ausräumt. Das ist vielleicht doch ganz in Ordnung. Wenn man sich da ein vernünftiges Stück weit reinwagt, wenn ich es jetzt so im Nachhinein reflektiere. Dann war das vermutlich doch die richtige Entscheidung. Jetzt hat man Lippen hier noch. Wow. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade eine mega Down-Weste gefunden. Und zwar, die hier ist schlecht, aber die hier müsste... Nö. Die ist gar nicht so mega. Aber die hier ist verdammt gut. So, achso, wie sieht denn... Na, die Stats, die reichen zum Rüberlaufen. Da haben wir ja nicht so lange Wege. Am Rätselsee. Das ist die Dinge... Also wegen der Karte heißt es Rätselsee. Ja klar, wollte sagen, das ist doch eigentlich die Siedlung, aber beim Raus- und Reingehen aus den Türen geht es ja immer um die Karte. Vielleicht ist es euch aufgefallen, hier draußen gibt es extrem viele Rehe. Finde ich nicht gut, denn wo viele Rehe sind, fühlen sich natürlich auch Wölfe wohl. Denn da bekommen sie ja
was zu essen. Und eventuell könnten sie auch noch uns zwischen die Kiemen bekommen, wenn wir nicht aufpassen. Das wäre natürlich unschön. Das wollen wir vermeiden. Nach Möglichkeit. Deshalb Augen auf. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir hier über Nacht bleiben. Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig. Und ob wir die Nacht überstehen, wie wir sie überstehen, sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei The Long Dark. Ich hoffe, diese Runde läuft ein bisschen länger, läuft ein bisschen besser. Auf jeden Fall habe ich schon mal aufgenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das ist jetzt mal wieder eine Folge, die funktioniert hat, die online kommt. In dem Sinne, bis zur nächsten. Tschüss.